Hallo ihr Lieben, willkommen zum nächsten YouTube-Video. Heute mal wieder ein Trainingsvideo. Anders wie die anderen Trainingsvideos, weil der ein oder andere hat sicher schon mitbekommen, ich werde am HYROX-Event in Basel am 2. Oktober, also ab heute noch genau 3 Wochen, starten. Und dementsprechend muss ich natürlich mein Training ein bisschen anpassen. HYROX, für den, die das nicht kennen, im Prinzip ein Workout für alle, die herausfinden wollen, was der eigene Körper so instande ist. Also hochintensiv 8 Kilometer Rennen und zwischen jedem Kilometer macht man eine Übung, wie zum Beispiel Burpees, wie 80 Meter Ausfallschritte, wie whatever. Ich gehe jetzt nicht genau darauf ein, weil ich jetzt auch hier in meinem Studio nicht alle Möglichkeiten habe, um ein genaues HYROX-Workout zu absolvieren. Aber ich zeige euch jetzt trotzdem heute mal, wie ich mich darauf vorbereite. Denn ich bin, wie schon erwähnt, mitten in der Vorbereitung und habe ein geiles Workout für heute zusammengestellt, was ihr auch daheim nachmachen könnt, weil ich weiß, der eine oder andere, wo zuschaut, wird sich auch darauf vorbereiten. Ich würde sagen, wir fangen an. Das allererste, was wir machen, 1 Kilometer Rennen, meine Lieblingsdisziplin. So. Der Kilometer ist durch, es geht weiter, also ihr müsst es nicht auf dem Laufband machen, ihr könnt es natürlich auch draußen machen. Ist auch besser, weil das Laufband hilft mit und das habt ihr jetzt im HYROX Workout nicht. Deswegen geht lieber raus, rennt 1 Kilometer, vor allem wenn geiles Wetter ist, macht es immer Sinn. Und als nächstes 50 Wallballs. Also Männer 6 Kilo, Frauen 4 Kilo. Im richtigen HYROX Workout sind es 100 Wiederholungen. Dadurch, dass wir das jetzt ein bisschen simulieren, reichen bei dem heutigen 50, aber nur, dass ihr es wisst, 100 Stück beim HYROX, wenn der Wettkampf stattfindet. Ihr merkt es, ich bin jetzt schon aus der Puste. Aber ansonsten zur Technik, tief in die Squat werfen. Und am besten auch tief wieder fangen und direkt wieder hoch. So tut ihr viel Kraft von den Beinen mitnehmen. Spart die Kraft in der Schulter, weil da macht es eher schlapp. Und dann passt es. Männer 6, Frauen 4. Als nächstes wird gerudert. 800 Meter. Wenn ihr die Möglichkeit habt, dann lieber mit einem Concept 2 Rudergerät, weil dann simuliert ihr das richtig. Ich habe jetzt hier ein Wasserrudergerät, ist ein Tick schwerer wie ein Concept 2, von dem her natürlich besser, wenn ich gleich so trainiere. Aber Rudern finde ich eigentlich sehr angenehm, das sollte auch im Workout dann kein Problem sein. Natürlich, wie gesagt, eine Übung, 1 Kilometer Rennen, eine Übung, 1 Kilometer Rennen. Und das Rudern kommt, glaube ich, als 6. Übung. Ich glaube, da wird man dann schon gut bedient sein. Deswegen schätze ich das eher so ein, dass das dann zum Regenerieren ist, um wieder neue Kraft zu sammeln für die nächsten Übungen. Auf jeden Fall angefangen im Laufband, Wallballs, Rudern. Als nächstes machen wir Liegestützen. Das kommt jetzt selber im HYROX Workout nicht dran. Ich habe es aber vorhin erwähnt, wir wollen ein bisschen die Intensität simulieren. Deswegen jetzt 50 Push-Ups auf Geschwindigkeit, das heißt volle Power 50 mal durch. Let's
Go! Das ist schon heftig. Ja, 50 sind viel, vor allem für Frauen. Wenn ihr es nicht machen könnt, dann macht die Frauenliegestützen. Und wenn ihr auch die 50 nicht am Stück schafft, dann macht mal kurz eine Pause. Steigt wieder ein, dann direkt, sobald ihr könnt. Und wenn ihr 50 habt, dann ist gut. Das war Übung Nummer 4. Nummer 5 ist eine, wo wir schon hatten, nämlich das Rudergerät. Nochmal 800 Meter Power. Geil. Okay, Rudern, das zweite Mal hintereinander, das zweite Mal geschafft. Und jetzt kommt eine Hassliebe bei mir und wahrscheinlich bei ganz vielen anderen auch, die Burpees. 50 Stück, ihr habt richtig gehört, beim Workout sind es noch mehr, von dem her. Zieht es durch, 50 so schnell ihr könnt. Power. Kaputt oder was? Nein, gar nicht. Denk dran, die Burpees kommen auch dran. Und wichtig, wir müssen ganz am Boden liegen. Das erste dann zählen Sie die Wiederholung, also wirklich mit der Brust abliegen. Plus, dort sind Sie ja nicht mit einem Strecksprung, sondern mit einem Broadjump, das heißt mit einem Jump nach vorne und dann einfach gucken, dass ihr so weit wie möglich nach vorne jumpt, damit die 80 Meter dann auch wirklich schnell geschafft sind. Wir haben jetzt schon einiges geschafft. Jetzt machen wir noch einen kleinen Block für die Beine. 100 Ausfallschritte mit einem Bag, also mit einem Sandsack. Frauen 10, Männer 20. Und dann 50 Jumping Squats direkt danach. Dann rennen wir noch mal 1 Kilometer und dann haben wir das heutige Workout hinter uns. Geil, hardcore, so muss es sein. Let's go. Jumping Squats. Alter Falter. Die brennen. Oh mein Gott. Und zum Abschluss rennen wir. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, ihr habt mindestens genauso durchgezogen wie ich auch. Es ist hardcore, aber ich finde, es simuliert es ganz gut. Zieht es durch. Nächste Woche kommt ein neues Video mit ein paar neuen Übungen. Dann sind wir alle parat für High Rocks oder auch sonst parat. Es muss jetzt nicht nur unbedingt für High Rocks sein, sondern auch allgemein einfach. Bisschen Hit, bisschen Kraftausdauer, das ist super. Sonst schnallt die Ohren steif, bleibt fit, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Ciao.